Wir erwischen dich hier frisch nach deinem ersten Training wieder in Bielefeld. Wie ist es jetzt bei deiner Mannschaft, bei deiner richtigen Mannschaft wieder dabei zu sein? Ja, voll cool. Hat mich gefreut, wieder hier zu sein. Die Jungs waren noch direkt, die meisten haben mich mit schön, dass du wieder hier bist, begrüßt. Und das ist immer schön, dann hierher zu kommen. Und jetzt freue ich mich, dass es losgeht. Hast du den ein oder anderen doofen Spruch noch zum Spiel am Dienstag bekommen? Ja, doof nicht. Also ein paar, ja klar. Aber ich denke, bis dahin war es in Ordnung. Von daher, alles gut. Ja, was für Erfahrungen nimmst du jetzt aus dieser Woche mit, die du jetzt bei der U21 warst? Wie bringt dich das weiter? Ja, viele positive. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich glaube, ich habe es in dem ersten Spiel und dann bis zur 18. Minute echt gut gemacht. Wir waren auch gut drin. Ja, ist halt ärgerlich. Die Situation habe ich mir mehrmals angeschaut und ich glaube, da kann ich sehr viel draus lernen und nehme da sehr viel draus mit. Ja, dann hoffen wir, dass es dich zukünftig besser machen wird, aber lass uns vorausblicken. Wir haben jetzt das erste Pflichtspiel schon vor den Augen. Es geht auch so ein bisschen um die Stammplätze. Du hast jetzt eine Woche gefehlt. Wie ist so dein persönliches Gefühl? Hat dich das vielleicht im Kampf um den Stammplatz in der Innenverteidigung zurückgeworfen oder hat dich das vielleicht sogar noch weitergebracht, dass du jetzt das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen durftest? Ja, das ist ja immer was Cooles. Wie gesagt, der Zeitpunkt, klar, war jetzt ungewöhnlich, aber ich denke trotzdem positiv. Ich habe nochmal viele andere Eindrücke sammeln können. Wie gesagt, habe viele positive Dinge, die ich mitnehme. Habe mich sehr wohl gefühlt da auf dem Platz. Ja, fühle mich in guter Form und das ist, glaube ich, alles, was zählt. Und ich bin auf jeden Fall bereit und fit. Wie bereitet ihr euch jetzt auf das Spiel vor? Habt ihr heute euch schon so ein bisschen auf den Gegner fokussiert? Oder wie läuft jetzt so ein bisschen das Training bis Montag noch ab? Ja, das geht jetzt natürlich los. Also es ist ja immer so gewesen bisher, dass wir jetzt eine relativ normale Woche bis Montag noch haben. Ja, und ich glaube nicht, dass wir groß was anders machen als letzte Saison. Wir werden die Gegner komplett analysieren, werden da Videoszenen uns anschauen, werden auf den Gegner eingestellt sein und auch darauf hin trainieren. Und das ist alles, wie es letztes Jahr auch war. Dann nimm mal die mit, die jetzt vielleicht die Regionalliga nicht so sehr verfolgen. Vierte gegen erste Liga klingt auf dem Papier immer sehr eindeutig, wird aber bestimmt eine schwierige Aufgabe an der Hafenstraße, oder? Ja, klar. Wie gesagt, ich habe da selber zweimal gespielt und weißt da, was auf uns zukommt. Das wird auf jeden Fall ein dreckiges Ding, aber so ist es ja eigentlich immer im Pokal. Ja, aber wenn wir uns gut darauf vorbereiten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das da machen, auch wenn es klar schwierig wird. Ist die Bundesliga schon so ein bisschen im Hinterkopf oder konzentriert man sich jetzt nur auf dieses Pokalspiel? Erstmal nur der Pokal, auf jeden Fall. Also klar, Bundesliga schreiben ja auch immer ganz viel, jetzt geht's ja los um Bundesliga, aber es ist erstmal das Pokalspiel, du hast es angesprochen. Ist zwar erste gegen vierte Liga auf dem Blatt Papier, aber ich sage, Essen hat eine gute Mannschaft, nochmal gut zugelegt und wir werden gewappnet sein. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß im Training und natürlich dann viel Erfolg am Montag. Danke, Amos. Ja, danke dir auch. Bis dann.